glaube, dass das Widerstandsrecht etwas ist, was man gar nicht so sehr im Gesetz oder in der Verfassung suchen muss. Bitte, wir haben in der Verfassung ein Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4. Es gibt aber auch ein Widerstandsrecht, was sozusagen in dem Menschen selbst aufgehoben ist. Das heißt, wenn der Mensch ihn nicht mehr sehen kann, dass das, was an Verhältnissen vorhanden ist, dass das mit seinem Gewissen in Einklang zu bringen ist, dann kann er aus seinem eigensten autonomen Recht versuchen, daran etwas zu ändern und sich dem zu widersetzen.